In diesem Video zeigen wir dir, wie einfach die smarte Bewässerungssteuerung Eve Aqua eingerichtet werden kann. In der Box findest du einen Quick Start Guide, zwei AA-Batterien, einen Harnverbinder und eine extra Dichtung. Dazu später mehr. Und natürlich Eve Aqua. Um die Batterien einzulegen, drückst du mit beiden Daumen leicht auf die Abdeckung und schiebst diese nach oben. Beim Einlegen ist zu beachten, dass das Band unter den Batterien liegt. So können leere Batterien später leichter ausgetauscht werden. Als nächstes kann der Harnverbinder unten am Gerät angebracht werden. Wenn du noch kein Gerät in der App installiert hast, klickst du auf Gerät hinzufügen. Wenn du unsere App jedoch schon zuvor eingerichtet hast, öffne die Eve-Einstellung und füge Eve Aqua dort hinzu. Danach muss nur noch das passende Gerät ausgewählt und der Code eingescannt werden. Solltest du mehrere Eve Aqua besitzen, kannst du diese über ein Antippen auf ID identifizieren. Jetzt kann Eve Aqua auch schon montiert werden. Bei ausgeschaltetem Wasserhahn Eve Aqua vorsichtig festdrehen. Wenn alles richtig sitzt, muss die Überwurfmutter wirklich fest angezogen werden. Bitte verwende dafür jedoch keine Zange oder ähnliches, da das zur Beschädigung am Gerät führen kann. Als Hilfsmittel empfehlen wir ein Tuch oder einen Lappen, um das Gewinde fest zu verschließen. Nachdem Eve Aqua angeschlossen ist, kann der Wasserhahn aufgedreht werden. Jetzt noch einen Rasensprenger oder ein anderes Bewässerungssystem anschließen und Eve Aqua ist startbereit und kann per Druck auf die Taste mit einem Siri-Sprachbefehl oder über die App aktiviert werden. Bei manchen Wasserhähnen kann es passieren, dass oben Wasser austritt bzw. das Gewinde nicht ganz abschließt. Meist liegt dies an der Krümmung des Hahns oder einem zu kurzen Gewinde. Um dem entgegenzuwirken, haben wir eine extra Dichtung beigelegt. Diese wird einfach in das Gewinde gelegt und schon kann Eve Aqua installiert werden. Beachte bitte, dass wenn du das Gerät über den Winter abmontiert hast, die Dichtung im Frühjahr wieder mit angebracht werden muss. Solltest du die Dichtung verloren haben, kannst du dir im Baumarkt einen neuen Standard-Dichtungsring besorgen. Der Ring wird einfach in das Gewinde gelegt. Wir empfehlen als erstes eine Standarddauer für die Bewässerung einzustellen. Die Standarddauer regelt, wie lange Eve Aqua läuft, wenn man die Bewässerung per Knopfdruck, App oder Sprachbefehl startet. Um den Wasserverbrauch berechnen zu können, muss zunächst die Flussrate eingetragen werden. Diese kann man leicht ermitteln, indem man das Wasser eine Minute laufen lässt und die geflossene Menge mit einem Eimer auffängt und misst. Bei angeschlossenen Beregnungsanlagen sollte die Flussrate in der jeweiligen Anleitung zu finden sein. Auf der gleichen Ebene kann auch eine Kindersicherung eingeschaltet werden. Diese verhindert, dass Eve Aqua ungewollt über den Knopf am Gerät aktiviert werden kann. Zeitpläne sind eine der praktischsten Funktionen von Eve Aqua. Die eingerichteten Zeitpläne werden lokal auf Eve Aqua übertragen, sodass die Bewässerung auch dann automatisiert werden kann, wenn sich Eve Aqua nicht in Reichweite eines Home Hubs befinden sollte. Es können verschiedene Zeitpläne für bestimmte Wochentage festgelegt werden. Hier lässt sich der ungefähre Wasserverbrauch auf der Basis der eingestellten Flussrate ablesen. Hey Siri, schalte den Wassersprenger an. Alles klar, ich bewässere jetzt Wassersprenger 15 Minuten lang.